Leute, willkommen zurück zu Sims. Hi, und zwar habt ihr in den letzten Bauvideos gesehen, wie ich hier die Einkaufsstraße gebaut habe? Ja, die geht aber nur um die Ecke, die ist ganz klein. Genau, das ist einfach nur eine kleine Einkaufsstraße. So. So. So, okay. Also in dieser Einkaufsstraße ist hier dieser kleine Fahrradladen. Genau. Es sind ein paar Kinderfahrräder und ein paar Babyfahrräder und Erwachsene. Babys fahren auch einfach. Ja, Dreirad halt. So, ich kann mir ein bisschen Technik kaufen, ein paar Blumen. Mal hier so, dass man ein bisschen was sieht. Klamotten und die kleine Bäckerei. Und hier so ein kleines Wohnhaus in der Straße. Ja, das war nur mal kurz Rückblick. Und jetzt sehen wir uns gleich bei dem eigentlichen Bauwerk. So, hier sind wir bei dem Grundstück. Und zwar, wie ihr oben schon sehen könnt, steht da Friedhof. Und dieser Friedhof habe ich nicht selbst gebaut. Das hat die Tina von Simlish gebaut. Und ich fand ihn irgendwie cool, deswegen habe ich mir den runtergeladen in der Galerie. Und wollte euch den mal zeigen. Der kostet, so wie er jetzt da steht, 90.222. Eine echt schöne Zahl. Ja. So. Okay, also wenn du willst, kannst du auch mal die Maus nehmen. Können wir mal ein bisschen rumgucken. Hier sind quasi die Plätze für die Grabsteine. Im Moment ist er natürlich noch leer. Das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn da jetzt schon Leute liegen würden von anderen Spielern. Schöne Bänke zum Ausruhen. Ah, guck mal, sogar einen schönen Brunnen. Das sieht natürlich auch cool aus mit den ganzen Grabsteinen hier um den Brunnen rum, oder? Ja. Ja. Ach, guck mal da. Das ist ja cool. Hier an der Seite siehst du sogar extra so ein bisschen Werkzeug liegen und einen Gartenschlauch. Das ist ja cool. Und da noch Gießkanne. So, dann. Was versuchst du da gerade? Hey? Hey? Soll ich dir mal helfen? Ich wollte, dass man da reingucken kann. Ja, das macht man jetzt erstmal so. So, hier ist alles leer. Ja, jetzt geben wir nochmal eins runter. Warum geht's bei dir? Ja, ich habe halt ein bisschen mehr Erfahrung. Das sieht natürlich mal richtig schön aus. Ja, vor allem der Boden. Und hier so die Bänke. Also die. Dann Tina, die Platz. Kann gut Sachen machen. Ja, die kann gut Sachen bauen. Ja. Klavier. Was haben wir da? Haben wir eine Toilette, gell? Ist das nur? Und eine Dusche? Okay. Eine Dusche? Also vielleicht kann ja die Tina mal in den Kommentar reinschreiben, warum sie da eine Dusche eingebaut hat. Vielleicht, dass auch ein paar Leute duschen können. Ja, auf eine Beerdigung duschen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann quasi, wenn einer verstirbt und dahin reist und quasi einer gerade ein bisschen dreckig ist, dann kann man den duschen lassen in Sims. Ja. Vielleicht war das der Gedanke. Okay, du sollst kein Möbel raussuchen. Ja. Geh mal hier runter. Das ist ja schon schön. Ja, ich lasse es auch so. Nein, hier auf dem Pfeil runter. Ah, okay, guck mal, hier geht's weiter. Hier sind Särge. Das hier sieht natürlich. Hier sind andere Särge. Hier ja. Sind schöne Stühle. Auch eine Mauer. Und ein Kamin in der Mitte. Ja, aber der ist nicht an. Nee. Er hat noch ein bisschen was so von dem Ofen oder so. Das wäre natürlich auch toll. Noch ein schönes Bild. Ja, sehr altmodisches Bild. Ja. Passt zu dem Ganzen hier. Und die Kerzenstände sind schön. Oh. Nee, da ist nichts mehr. Hoch. Okay. Gut, jetzt bist du schon ganz oben. Jetzt gucken wir mal noch auf der anderen Seite mal, was da noch ist. Was haben wir hier? Ein Hase. Ah, was? Hase? Das ist kein Hase. Also, sieht aus. Hier sind die Ohren. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Hase, gell? Das ist, glaube ich, dann ein Urnengrab. Ja. Ja.
für die Leute, wo dann. Ja, wir bauen da nichts hin, wir lassen den so. Ja. Der ist so schön. Ja. So. Der Beste. Hm. So, komm mal her. Wir können auch gut bauen, oder? Ja, hoffe ich doch. Das müssen wir aber die anderen ja sein. Mal in der Kommentare schreiben, ob wir auch coole Sachen machen. Hey, das reibt sich. Ob wir auch coole Sachen machen, genau. Aber, weißt du, was ich vermisse? Das Tor vermisse ich. Oder siehst du irgendwo ein Tor? Nee, gar. Ach, da hinten. Das ist doch ein Fenster, oder? Oder habe ich das vielleicht ein bisschen falsch platziert? Es kann natürlich sein, dass das hier zu eng ist und dass das Tor weggekommen ist. Ah, das kann natürlich sein. Okay, das ändern wir dann gleich nach der Aufnahme. Ja. Dann tun wir das Bauwerk gerade ein bisschen nach hinten rücken. Ja, okay, das war's ja eigentlich schon heute mit dem Video. Ein kleines, kurzes Video. Wenn euch der Friedhof auch gefällt, dann einfach Tina Simlisch eingeben in der Galerie und dann findet ihr den zum Runterladen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Woche wieder. Bleibt gesund und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Abo dalassen. Würden uns sehr freuen, dass wir bald die 100 Abonnenten knacken können. Ja, okay. Na gut.